Hallo alle zusammen. Ich habe eine Motorsäge zusammengebaut. Nicht so sonderlich kreativ. Ich kaufe jetzt mal eine, die wir kennen, die Husqvarnas. Und ich habe mich immer gefragt, wieso kann man drei Kettensägen haben, wenn alle irgendwie gleich sind. Es gibt ja nicht wirklich große Unterschiede, außer der Farbe. Jo, und ich habe jetzt eine gebaut. Das ist ein Stiel. Die ist jetzt ja, eine umgescannte Husqvarna, aber die hat auch noch, sie ist auch ansonsten noch anders. Und zwar, wir nehmen jetzt mal, wir sprinten mal rüber zum Bauen. Wir nehmen jetzt mal, also zusammengefasst, die Stiel liegt anders in der Hand. Das ist jetzt also die Husqvarna, wie man sieht. Ich gehe da an den Baum ran und säge den auf. Jetzt mache ich das mit der Stiel und man sieht, die ist ein ganzes Stück weiter weg von mir. Der blaue Kringel ist größer. Gut, und sie hat ein bisschen einen anderen Sound. Der komisch umschaltet. Ich habe nicht rausgefunden, wie man das wegkriegt, wo ich ein Weilchen rumgefummelt habe. Tun wir den mal laschen. Ja, sieht gut aus. So, was ist jetzt der große Unterschied? Wenn ich jetzt hier meine Husqvarna schnapp und gehe an den Baum und will den ablenken. Fummel ich mich da so ein bisschen an den Baum ran und tja, auf jeden Fall, auf was ich raus will, man sieht halt schlecht, wo ich jetzt hier säge, ob er überhaupt mal sägt, und im Endeffekt gehe ich dann auf die Knie und säge lenk den Baum ab. Da kriegt man dann durch das Ganze auf die Knie gehen Gelenkarthrose oder so, und deswegen, da denke ich, ist die Stiel jetzt irgendwie geschickter. Ja, ich bin am Stehen, guck runter, sehe ziemlich gut, wo ich das säge, und hau das Ding durch. Das Nette an der ganzen Geschichte ist auch, dass ich ziemlich nah am Baum bin und ich bin direkt am Sägen. Ich kann also hier echt akkord Scheiben sägen, wie man das von den Timbersports kennt. Jo. Für mich, ich fand, ist es jetzt endlich mal gut, dass ich zwei, drei Motorsägen dabei haben kann. Na gut, ich kann zwei haben. Hier denke ich, ist es fast geschickter, mit der Husqvarna zu arbeiten. Und für das Ablenken habe ich meinen Stiel. Ich weiß nicht, wie das im Multiplayer aussieht. Ob der Bauer da ziemlich lange Finger hat oder lange Arme, wenn die ein Stück weg ist. Aber das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, weil es ist mir egal, wie ich da aussehe für andere. Hauptsache, ich kann hier gemütlich arbeiten. So, jo. Als letztes Argument vom Kauf, für den Kauf der Stiel ist, sie ist noch 1 Euro billiger als die anderen. Also für die Schwaben unter euch. Da können auch noch mal richtig Geld sparen. So long. Habt eine schöne Zeit. Wünsche euch was. Eisberg.